Die Kreatur hat einen großen Flug gemacht. Wir haben es in 33 überfallen. Unser Fang wurde von dem Schimmer eines neugeborenen Adernistes angelockt. Wir sahen zu, wie es immer näher kam und die Luft vorsichtig war, aber nicht vorsichtig genug. James war der Erste, der feuerte. Seine Kugel platzte durch das Regal, Zentimeter vom Kopf des Hirsches entfernt. Es drehte sich. Milchige Augen flammerten und die Jagd war eröffnet. James und Benny rannten voraus, während ich direkt dahinter fiel, die Schrotflinte an meiner Brust. Das Ding war frustrierend agil. Es rutschte und kletterte über verschiedene Regale. Register wich an den Wänden aus und schliffte mit halbscherischer Geschwindigkeit um die Ecken. Wir sahen es klettern und seitlich so winklig sprinten, wie auf flachem Boden. Stücke von streuendem Laminat flogen uns in den Weg und rutschten unter unseren hämmernden Stiefeln über den Boden. Wir folgten es, tiefer in die Eingeweide des Ortes, tiefer durch die Beharrlichkeit unserer Beute. Die Luft hing schwer um die Höhle herum. Es war wie Kinderfantasien, sich unter einer Decke zu kauern, Taschenlampe in der Hand, um die Dunkelheit abzuwiegen. Der Raum war vorübergehend eingeschlossen und gesichert, wie eine Luftblase, die unter einer Bettdecke erzeugt wurde, die von jedem stotternden Atemzug, den ich pro Minute ausatmete, aufgeplatzt wurde. Fast in Reichweite. Ich hatte meine Finger im Abzug, bereit, einen Vertrauenssprung zu machen. Es war unglaublich laut. Ich wusste, dass es in meinem besten Interesse war, nicht zu trinken. Ich mochte das Zeug sowieso nicht, aber die Gesichter um mich herum hatten keine solchen Vorbehalte. Ich sah zu, wie sie mit Schaum um Rand geschwungenen Tassen mit Kraft herumschwenkten und ein Lächeln auf ihren hässlichen Gesichtern kritzelten, als sie in die Gegenwart jubelten. Ich hingegen war von Minute zu Minute nervöser. Ein Schuss klingte durch das Kaufhaus und zersplitterte das Glas. Stücke des Schaufensters folgten. James verfluchte, umarmte sein Gesicht. Ich fuhr weiter, flaschenbereit. Die Spitze meiner Stiefel hielten kurz vor der Zerstörung an und der blasse, blutbefleckte Körper lag im Displaylicht. Ich beantragte Bennys Handschuhe. Selbst im Tod bleibt das Gift des Hirsches unter seiner Haut. Und wir drei haben die wertvollen Teile schnell in unseren Koffer geladen. Die Erinnerung an die Halluzination verblassten, wie ausfranzende Spinnenweben vom Wind abklickten. Wir schleppten den Kadaver nach Hause. Wir drei tragen Flaschen, Allheilmittel und Blitze von Erinnerungen, die nicht unsere waren. BNTG Journal, die teuerste Verheerung auf den Black Markets. Objekt 201. Halo Antiserum. Verbrauchsmittel. Herkunft hergestellt. Die höheren Stufen der Spec Markets werden aus Premiumwaren hergestellt, mit Halo Antiserum in der Mitte. Auf den ersten Blick ist das Objekt nichts Außergewöhnliches, ein kleines unbeschriftetes Fläschchen, das kaum die Länge eines Fingers hat. In diesem beschneidenden Behälter liegt jedoch einer der begeistertsten Schätze, die die Menschheit bekannt ist. Das Halo Antiserum ist eine undurchsichtige, schillernde Flüssigkeit, die wie Juwelen unter dem Licht glänzt. Wenn es gefroren ist, enthält es klare, blauähnliche Tönungen. Seine Teile bündeln sich zusammen und haften wie Quecksilber bei Raumtemperatur und erfrieren nach nur wenigen Minuten Sauerstoffexposition. Es wird oft in kleinen, unmarkierten Flaschen verkauft. Zum einen ist dies, um den Glanz des Serums zu erhalten, da die verräterischen Geben der Irisierung nach längerer Exposition gegenüber hellem Licht dazu neigt, zu verblassen, was den Käufer zweifelt an der Richtigkeit einer verblassten Charge lässt. Zum anderen wird Ihnen das offen zur Schau stellen einer Flasche von Objekt 201 eher ein paar unangenehmen Personen auf ihrer Schwanz verleihen als ein Kunde. Abbildung 1 zeigt eine einzelne Durchstechflasche von Halo Antiserum, einer der 6 erfolgreichen Akquisitionen aus einer der bestimmten Charges. Die Herstellung von Antiserum erfordert ein schwieriges Verfahren und es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Prozesse und Proben den Prozess ablehnen. Das Wie und Warum von Objekt 201 ist nicht gut verstanden. Die einzige Gewissheit über den Gebrauch ist, dass es effizient und effektiv ist. Verabreichen Sie eine volle Durchstechflasche durch Injektion. Wenn keine Spritze verfügbar ist, direkt auf die Wunde oder eine andere Öffnung mit Zugang zu den Venen auftragen. Vor der Anwendung einer Stunde lang einfrieren, um Nebenwirkungen wie lebhafte Halluzinationen und Trockenheit im Netzhautbereich zu vermeiden. Um es einfach zu sagen, Halo Antiserum ist ein Allheilmittel, wenn es um Giftstoffe in den Backrooms geht. Es muss noch ein Gift gefunden werden, das nicht durch das Antiserum rückgängig gemacht werden kann. Bei diesem kleinen weißen Fläschchen in der Hand ist es nur eine Frage des Preises, eines Patienten am Rande des Todes wieder gesund zu kriegen. Leider kommt die Notierung auf den Backmarkets nicht aus dem Nichts. Halo Antiserum ist kein natürliches Nebenprodukt der Backrooms, unter anderem. Sowohl gesammelt als auch synthetisiert kommt der Hauptbestandteil in dieser Wundenheilung in Form von Körperteilen. Genau gesagt das Buch von Entität 201, einer von aussterbenden bedrohten Art von Reh, die in mehreren isolierten Level heimisch ist. In den frühen 2010er Jahren wurde die Jagd auf Blauringwild unter MEG-verbundenen Siedlungen weit verbreitet praktiziert. Aufgrund der Popularität des Fall des Wesens, in der Stickerei und des schlechten Rufes, den die Kreaturen in einem abergläubischen Sinne hielten, wurde die Höchstzahl im Laufe der Jahre mit einer glühenden Geschwindigkeit heruntergeschossen. Als der Wert von Anti-Venom erkannt wurde, war es schon zu spät. Die durchschnittliche Anzahl des Hirsches pro Cluster lag bei den niedrigsten 1000.
Aber ein Hoffnungsschimmer bleibt angesichts der bevorstehenden Erschöpfung. Das letzte Heiligtum der Hirschpopulation ruht im Inland. Das Devil enthält etwa drei Viertel der verbleibenden 201-Population, hat eine konstante Rate von Hirschsichtungen gesehen, während alle Anzeichen der Entität auf umliegenden Leveln zurückgegangen sind. Der BNTD hat ein Angebot veröffentlicht, das eine große Entschädigung und Gewinne für die Beteiligung des lokalen Personals verspricht. Leader-Trader Benedict Taylor drückt seinen tiefen Wunsch aus, den Markt für Halo Antizero wiederzubeleben und am Ende des Tunnels weiterhin ein Licht für Wanderer in die Tiefen der Verzweiflung zu bringen. Anhang. Abstimmung. Öffnen Sie das Inland und seine Bevölkerung für Entität 201 für die Vorteile von BNTG-Jägern. Mitarbeiter. Regisseur Indisa. Akzeptiert. Operative Everlay. Akzeptiert. Operative Caldwell. Akzeptiert. Operative Norman. Akzeptiert. Archivar Stansford. Akzeptiert. Archivar Marseille. Akzeptiert. Archivar Quincy. Verleugnet. 6:1. Abstimmung bestanden. Das Level wird zur Jagd auf Entität 201 freigegeben.